Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Tech-Pirat aus dem schönen Düsseldorf. Wenn ihr dieses Video eingeschaltet habt, dann wisst ihr ganz genau, worum es geht. Ihr wollt wissen, was diese schöne Kamera taucht, die ich jetzt hier teste. Und zwar ist ja nach wie vor Thema Webcam, unheimlich wichtig. Und gerade die Frage, gibt es eine günstige Webcam, die ich vielleicht auch zum Streamen benutzen kann oder, und das würde ich sagen, beantworte ich jetzt euch hier für die Vitade Video Webcam Streaming Cam einfach mal in diesem Video. Alles weitere nach dem Intro. Ja, und hier seht ihr schon die gute Cam, die gibt es also wie immer auch bei Amazon, ist diese Vitade Videocam mit einem wunderschönen Ringlicht dabei und das gilt es natürlich zu testen, genauso wie es gilt zu testen, was kann die denn unter, sagen wir mal, nicht so guten Lichtbedingungen, denn das ist dann immer auch schon mal ein ganz guter Test. Wir machen das meistens mit per Chroma Key, nämlich wenn wir den schönen Hintergrund dann einfach mal versuchen, den Greenscreen da freizuschalten, und das seht ihr dann gleich schon im Laufe des Tests. Mit Normalpreis 55 Euro, aktuell 45 Euro, keine günstige Kamera, aber mit Ringlicht dann wiederum andersrum, dann ein normaler Preis, weil die Ringlichtkameras, die kosten alle schon so eigentlich um die 50 Euro rumherum. Wenn ihr euch beeilt, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, wie lange dieses Angebot gilt, dann bekommt ihr sogar nochmal einen Rabattgutschein von 4 Euro und da hoffe ich doch, dass ihr den hier einlösen könnt. Es ist eine Full HD, nämlich mit 1080p USB Webcam. Die befindet sich jetzt hier an einem USB 3.0 Steckplatz, soll aber auch an einem 2.0 Steckplatz laufen. Ich lasse sie immer gerne lieber an einem 3.0er laufen, weil dann ist gewährleistet, dass sie auch genug Strom bekommen. Und was die kann oder wie gut das Bild ist, das seht ihr dann jetzt gleich, wenn ich umschalte. Aktuell seht ihr das Bild. Ich schalte noch mal kurz auf die Hauptkamera um, über meine EOS 50, und das ist so ein ganz normales Bild, wunderbar rauschfrei mit einem produzierten Hintergrund, der, wenn ihr mal genau drauf achtet, hier auch so ein paar ganz kleine Störungen hat. Das liegt aber am Hintergrund, weil der sehr weit weg ist. Also von daher, das seht ihr dann gleich. Also das ist das, was ideal ist, so ein Bild zu haben. Da kann man eigentlich schon nichts mehr sagen. Der Ton wird hier aufgenommen von einem Rode USB, was hier links neben mir steht, so gut einen halben Meter entfernt. Ein bisschen verstärkt, deswegen halt der Ton so ein ganz klein bisschen, aber von der Position war mir das lieber, als hier immer so ein Mikrofon im Gesicht zu haben. Dann würde ich sagen, schalten wir jetzt mal um auf die Kamera. So, da ist die gute Webcam. Das Licht von der Kamera ist voll an. Wir haben in der Mitte der Kamera haben wir so einen kleinen Schalter. Da kann man die Lichtstärke, die ist hier 3 Impulse wählbar, kann man die einschalten. Und das ist, sage ich jetzt mal, das hellste Licht. Und was mich überrascht hat, das zeige ich euch mal eben, das ist sehr hell. Es hat also eine richtig gute Ausbeute im Vergleich zu den anderen Kameras. Kommen wir hier tatsächlich schon auf den doppelten Bereich vom Licht her, und das gefällt mir schon mal ganz gut. Ich habe allerdings immer noch links und rechts die beiden anderen Lichter dabei, das ist klar. Ich habe auch hier oben ein Licht über mir, was das Ganze ein bisschen ausleuchtet, weil Licht kann man ja normalerweise nicht genug haben. Ich nehme jetzt mal die Lichter raus. Mal gucken, wie die damit umgehen kann. Autofokus hat sie auch. Und was mir jetzt hier schon mal sehr gut auffällt, ist, dass der Autofokus sehr schnell reagiert. Also die kann, jetzt wird es ein bisschen schwieriger mit dem Autofokus, sie wippt so ein bisschen nach. Aber sie kann mit ihrem eigenen Autofokus schon sehr gut umgehen und hat nicht das Problem, dass sie jetzt quasi so immer nachwippt, weil das merkt man, wenn die Lichtqualität schlechter wird, dann wird der Autofokus wird dann so träge und erzeugt dann immer eine Unschärfe. Aber sie hat jetzt hier, muss ich sagen, eine sehr gute Schärfe reinbekommen und hat vor allen Dingen auch das Licht angepasst. Sie merkt also sofort, wann hier weniger Licht ist und wann es gilt, das Ganze ein bisschen anzupassen. Also da muss ich sagen, absolut okay, denn
Je nachdem, was für eine Atmosphäre ich gerne erzeugen möchte, dann ist natürlich das Licht super, wenn ich das als Streaming-Kamera nehme, weil ich ein Let's Play aufnehme von irgendeinem Spiel. Da brauche ich eh nicht so viel Licht, weil da geht es ja mehr um das Spiel und da ist das doch schon mal ganz gut. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier weiter weg von mir hinten, habe ich diesen schönen Greenscreen, den kann man ja ganz gut erkennen. Normalerweise fokussiere ich immer so ein bisschen dann da rein, also zoom da rein, damit man das sehen kann. Ich werde jetzt mal den Chroma Key dazu schalten, weil da kann man ganz gut sehen, wie ist die Lichtausbeute. So, ich habe jetzt ohne größere Anpassung einfach den Chroma Key dazugepackt. Das heißt, wir sind jetzt hier noch auf der Webcam und jetzt sieht man schon, dass dieses Flackern und Flimmern ein bisschen größer ist. Und ihr seht vor allen Dingen jetzt hier auch diesen Bereich, der dann gar nicht abgedeckt ist. Überraschend, da ist schon mal in diesem Bereich, wo wir kein Grün haben, dass er den eigentlich ganz gut scharf stellt und mich ja auch. Also er hat eine sehr schöne Tiefenschärfe. Das wollte ich, ist mir jetzt hier so bei dem Ganzen noch aufgefallen. Was man jetzt machen kann in der Filtereigenschaft, dass man den Chroma Key noch ein bisschen optimieren bzw. rumstellen kann, um das Bild so zu optimieren. Ich mache das mal eben. Genau, und jetzt seht ihr, dass das Flackern bzw. dieses Flimmern schon ein bisschen weniger wird. Man darf natürlich nicht damit übertreiben. Das kann man aber sagen wir mal ganz gut wegmachen, wenn ihr jetzt außen sieht. Nur jetzt sieht er, jetzt habe ich hier im Prinzip hier so Bereiche, die jetzt plötzlich flimmern. Das ist der Nachteil, ne? Weil er dann zu viel Farbe rausnimmt. Also hier wird ja einfach nur die Farbe anders interpretiert und so weiter. Aber das Ergebnis finde ich schon richtig gut. Kann man im Grunde genommen so lassen. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit sowieso das Ganze so ein bisschen zu verschieben oder anzupassen, um dann im Endeffekt ein brauchbares Ergebnis dahin zu bekommen. Also so ein Ergebnis, wie ich jetzt eigentlich vorher hatte mit der Canon. Ne? Ich meine, mal gut, man sieht schon ein bisschen Unterschied, flackert ein bisschen mehr, aber ich werde euch das jetzt mal eben zeigen. Ich blende mal die Canon da drüber. Da bin ich mit der Canon und nehme die Webcam noch mal raus. Was man jetzt bei der Canon gut erkennen kann, ist, dass wir... Also erstmal braucht ihr es gerade auch ein bisschen fürs Licht und dass die eigentlich natürlichere Farben hat, so ein bisschen. Aber das ist auch Geschmackssache, ne? Was wirkt denn natürlicher? Ist das eine natürlich oder das andere? Ich denke, ihr hättet das jetzt auch gar nicht großartig in Frage gestellt, wenn ich euch nicht darauf aufmerksam gemacht hätte. Aber wir sehen im Unterschied direkt, dass das jetzt hier viel heller ist. Ja? Das Problem ist, da versucht die Kamera natürlich anscheinend so ein bisschen gegenzuarbeiten und das Ganze ein bisschen heller darzustellen. Ist aber auch okay, also ich hätte da, also ich sag mal, es ist okay, also es ist für so eine einfache Kamera, denn wir müssen ja gerade überlegen, dass wir hier von einer 50-Euro-Kamera reden, ist das sogar super. Ja, also wir dürfen nicht zu viel Ansprüche stellen, das ist sogar richtig gut für die Kamera. Ne? Also wir könnten jetzt hier loslegen. Ne? Ich könnte jetzt auch, ich kann natürlich hier über mein OBS kann ich wunderbar noch Feineinstellungen machen, ich könnte das Ganze ein bisschen kontrastreicher machen, die Farben ein bisschen runter. Also da würde ich jetzt gar nicht meckern. Also die Kamera ist gar nicht schlecht. Und was ich vergessen habe, ist euch zu sagen, wie die kommt. Die kommt nämlich in so einem schönen, wunderbaren Karton. Und dann gibt es dabei noch eine wunderbare Anleitung. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Problem ist, man braucht die gar nicht. Ne? Weil das ist ein Plug and Play. Du steckst die an und dann ist das da. Und es gibt einen Lappens. Ne? Lappen ist immer super. Ne? Lappen finde ich immer gut. Ne? Das ist dann dabei. Also von daher, also nicht schlecht, nicht schlecht. Was wir jetzt haben, ist der Ton ausschließlich über die Webcam. Die meisten Webcams haben in dem Punkt leider versagt. Also die Mikrofone sind nicht ganz so gut. Jetzt ist aber auch hier natürlich die Problematik, dass wir hier auch gut einen Meter schon weg sind von der Cam und die sich natürlich sicherlich da schwer tut. Jetzt kommt der Ton wieder über das Rode und ich muss echt sagen, ich bin überrascht. Also auch in dem Punkt hat die Kamera gewonnen. Ich kann es gar nicht glauben. Wir haben zwar hier so ein leichtes Dauerrauschen mit dabei, also das muss ich schon sagen, das ist also irgendwie da, aber nur so ein ganz feines. Das heißt, ich bin klar und deutlich zu verstehen. Der Ton ist wirklich gut. Also schon auch hier muss ich sagen, Daumen rauf für dieses Ergebnis. Also das ist doch mal eine Kamera, die kann sogar echt allen anderen das Wasser reichen. Ich habe doch einige Kameras getestet und jetzt muss ich sagen, nicht schlecht. Im Grunde genommen sind die meisten Kameras, die ich bis jetzt immer getestet habe, schaut mal in die Playlist, ich habe extra eine Playlist dazu,
eigentlich irgendwie alle gut gebrauchbar, teilweise auch sehr gut. Ich habe dann aber im Nachhinein gerade im Bereich der Tonqualität einiges an Schwächen feststellen müssen. Dann habe ich festgestellt, dass die bis jetzt von mir immer so als Favorit gehypte Lötet-Kamera, auch mit Autofokus und Stereoton, dass die dann in der einen oder anderen Situation echt versagt hat. Das heißt, der Autofokus, gerade im Bereich mit Ton, der machte so komische Geräusche. Und wenn das Licht mal nicht genug ist, also nicht ausreichend ist, weil sie ja selber kein eigenes Licht unbedingt mitbringt, dann versucht der Autofokus so krampfhaft zu fokussieren und dann wird das Bild sehr schnell und sehr oft unscharf. Und ihr seht, wir arbeiten jetzt die ganze Zeit mit der geilen neuen Webcam. Also ich bin echt begeistert. Also da würde ich sagen, das ist eine absolute Empfehlung. Die Kamera, kann ich sagen, top. Da bin ich echt begeistert und das ist meine neue Nummer 1, ganz klar. Ich packe euch natürlich alle Links zu den verschiedenen Webcams und auch in der Reihenfolge, wie ich die jetzt so empfehlen werde, unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die auch einzeln mal bei Amazon angucken. Ihr könnt für 20 Euro weniger, könnt ihr natürlich auch eine günstige, gute Webcam einkaufen. Aber die, Mann, oh Mann, also das ist ja besser. Also da ist sogar besser, wesentlich besser als die Lötet, die ich da hatte, beziehungsweise welche war denn? Ich habe ja einige mit, ich weiß schon gar nicht mehr, ich habe so viele Kameras getestet, mit diesen Lichtringen. Die ist die erste, wo ich sagen kann, die kannst du kaufen, mit Lichtringen, allen drum und dran. Perfekt. Ja, also von daher freue ich mich, dass wir so eine geile Kamera gefunden haben und dann würde ich sagen, solltet ihr mehr Tests haben wollen, weil ich habe hier noch eine Webcam, die getestet werden muss, da bin ich echt mal gespannt. Und habe ja auch schon viele Camps getestet, dann bitte seid so lieb und abonniert den Kanal. 90% aller Gucker gucken meine Videos, ohne den Kanal zu abonnieren. Was mache ich mit euch, Leute? Bitte seid so lieb und guckt, dass ihr mal diesen Abo-Button drückt, denn das ist doch wichtig für uns. Ne? Umso mehr Abonnenten, umso besser. Und natürlich Daumen rauf für den YouTube-Algorithmus und Fragen, wenn ihr habt, Kommentarfunktion benutzen, gar keine Frage. Ja? Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.